Hallo meine werten Freunde und willkommen zurück zu Diablo 3. Ja, wir sind hier wieder mal in Neu-Tristram und wir dürfen jetzt zu Tyrael gehen. Moment! Nee, zuerst gehen wir zu Hedrick und machen mal das. Da, 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 da. So, 28 feine Essenzen. Hübsch, oder? Jetzt will ich noch was herstellen. Also eine Waffe brauche ich bestimmt nicht. Nee, wir bilden den Jungen mal aus. Rum, Stufe 3. Yeah. What is this? Was brauche ich dafür? Das kann ich sogar, aber benötigt Stufe 17. Ich kann was Goldenes herstellen, das ist doch mal geil, also. Wow. Okay. Ja. Eigentlich ist hier alles besser. Ich mach mal einen Schulterschutz. Mal schauen, ist er besser? Ja, lol, benötigt Stufe 17. Er leckt mich doch am Pimmel. Du Hurensohn, ey. Da habe ich mir extra was hergestellt und jetzt hab Stufe 17 verfügbar. Oh, ich muss auch meine Stoppuhr anschalten. So, zweistündige Session Die beginnt. Zeit wird knapp, Freunde. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Kaldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Ja, Kane verdient diese Ehrung, bevor wir uns auf die Jagd nach seinen Mördern begeben. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Kane. Habe ich den ersten Akt jetzt abgeschlossen? Sollen wir nach Kaldeum aufbrechen, mein Freund? Hell yeah, wir haben den ersten Akt abgeschlossen, Freunde. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den ersten Akt im Hardcore-Modus schaffe. Also, da hätte ich nicht gedacht. Ich bin stolz auf mich. Seid ihr auch stolz auf mich? Oh, Video. Gänsehautmusik. Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? Sakrileg!
bin ich gefallen. Freiwillig. Weil die Menschlichkeit die einzige Hoffnung für diese Welt ist. Mann hat der große Hände. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Akt 2. Nun, da Tristram sicher ist, reise ich nach Kaldeum, der großen Stadt des Ostens. Mann, leck doch nicht! Sie ist einem der letzten Herrscher der Hölle in die Hände gefallen. So ein Scheiß! Leck mich am Arsch, ey, wieso leckt das so? Tut mir leid. Aber egal. Eins muss man Blizzard lassen, also Trailer, das konnten sie schon immer gut. Also ich als WoW-Zocker kenne ja die World of Warcraft-Trailer auswendig und die waren jedes Mal Hammer. Also, ja. Das ein großes Lob muss, sollte man da auch mal an Blizzard richten, da sie so geile Trailer mitmachen und Videos. Auch von StarCraft 2 haben sie ungefähr 20 Videos gemacht. Arschgeil, sag ich euch, ich habe mir jedes einzelne Video geschaut. Aber egal, wir sprechen jetzt mal mit der Lea. Da wären wir. Kaldeum. Das Juwel des Ostens. Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Das würde er jetzt nicht mehr. Da Kaldeum nun unter Belials Bann liegt. Dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Wir müssen uns trennen. Ihr zwei sucht nach Belial, während ich diese Hexe Magda jage. Kains Tod wird nicht ohne Konsequenz bleiben. So, also langsam habe ich meinen Barbaren eingeholt, da ich ja den nicht mehr zocke, irgendwie. Aber das sollte ich jetzt wieder mal machen, würde ich sagen. Wäre nicht schlecht. Sonst würde ich die Bosse nicht kennen. Und das wäre dann auch blöd, sonst schäbe ich noch. Wache? Woher kommen diese Flüchtlinge? Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Es scheint, als hätte das Schicksal uns zusammengeführt. Ich jage Magda. Wisst ihr, wo sie sich befindet? Sie ist auf dem Weg nach Alkanus. Aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Durch den Außenposten von Kasim. Okay. Was haben wir hier schon wieder? Schützt euch mit einer Eisbarriere, die Angreifer bewegungsunfähig macht. Ja, das sollte ich immer aufrechterhalten. Das wäre nicht schlecht. Muss ich hier? Nee, wo muss ich hin? Nee. Habt ihr schon gehört? Nein, habe ich nicht. Hey! Tyrael und ich haben herausgefunden, dass der Kaiser die Eisenwölfe, während sie in der Wüste gegen Magda kämpften, mit kaiserlichen Wachen ersetzt hat. Und diese hindern jeden am Betreten der Innenstadt. Ich vermute, dass die Eisenwölfe ausgesandt wurden, um zu sterben. Belial hat seinen Schachzug gemacht. Wir müssen einen Weg in die Stadt finden. Als Kind habe ich Kaldeum erkundet, während Onkel Deckard hier forschte. Ich kann durch die Kanalisation hineingelangen. Gut. Findet heraus, was ihr nur könnt, während ich nach Alkanus reise und mich um Magda kümmere. Seid vorsichtig. Alkarnus hört sich an, als wäre es eine Falle von Magda. Macht nix, ich kill einfach alles, was mir in die Quere kommt, ganz Dieses einfach. Dieses Tor führt nach Alkarnus. Ihr werdet der langen Straße folgen müssen. Über die Brücke, über die Schlucht hinweg. Magda wird für ihre Boshaftigkeit büßen. Hell yeah! Was ist das? Seht euch vor, Reisender.
Kultisten bewachen diese Wüstenstraßen und sie töten jeden, der auf ihnen unterwegs ist. Sie dürfen es gern versuchen. Ich bin hergekommen, um sie und ihre Anführerin zu töten. Dann dürft ihr nicht allein losziehen. Ich werde euch begleiten. Liebend gerne. Liebend gerne. Dort draußen gibt es Illusionen. Manchen kommen sie wie Luftspiegelung vor, aber ich durchschaue sie. Es sind die üblen Machenschaften des Zirkels. Sie werden euch in den Tod führen. Ich habe diese Kultisten schon einmal bekämpft. Ihre Fallen sind leicht zu entdecken. Oh nein, ich hasse diese Tiere. Sie sieht anders aus als jeder, den wir bisher gesehen haben. Ich hasse diese Tiere. Und ich möchte lieber nicht von Sandwespen erzählen. Diese zu groß geratenen Insekten wären nichts Besonderes, gäbe es nicht ihre außergewöhnlich giftigen Stiche, welche leider auch meinen jungen Schüler auf dem Gewissen haben. Ich dachte, er würde vorsichtiger sein, als ich ihn losschickte, um mir aus dem Schwarmstock ein Exemplar zu besorgen, aber seine Eltern verstanden meinen Standpunkt überhaupt nicht. Oh oh, da oben ist einer! Verpiss dich! Das könnte ich gleich noch einmal tun. Halt die Klappe und beschütz mich lieber, du dummer Hund. Sonst verrecke ich hier noch am Anfang des zweiten Akts. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht vor. Heiltränke, habe ich da genug? Ah, noch 16, die 400 Punkte herstellen. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Bleib zurück. Sie sind in den Felsen. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ruhm. Hat er jetzt ein Level Up? Dumme Wespe, komm her und spüre meinen Zorn. Oh, Scheiße. Scheiße. Komm schon, renn da rein, Templer. Du musst mich beschützen, dummer Hund. Oh, Mann, ich hasse diese kleinen Dinger, die explodieren, Mann. Suck my balls. Scheiße. Scheiße. Oh. Trank. Boah, kann ich? Nee, hier kann man ja nicht teleportieren. Außer... Ja, in welche Stadt teleportiert mich denn das? Jetzt kommt dann wieder so ein Hurensohn von oben nach unten, oder was? Seid vorsichtig. Sie sind ganz nah. Seid ihr sicher? Diese Straße sieht nicht passierbar aus. Ihr hättet nie herkommen sollen. Doch, das hätte ich. Die Dämonen werden eure Knochen verschlingen. Oh! Ich habe es vermisst, diesen Kultistenabschaum zu töten. Komm schon! Scheiße. Keine Arkankraft mehr. Ich brauche mehr Zeit. Oh, Scheiße, ey. Mein lieber Scholli. Also, hier werde ich sehr schnell draufgehen, meine lieben Freunde. Ich bin eine Verzauberin. Die Wege der Magie und Illusion sind mir wohl bekannt. Ich heiße Irena. Ich bin mit Magie vertraut, doch eure ist recht ungewöhnlich. Was macht ihr hier draußen wirklich? Nun, ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Aber wartet, ich mache euch den Weg frei. Mann, werde ich schnell draufgehen. Hinter euch! Schützt das Volk! So, boom! Diamantrüstung rein und beschützen. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Lakuni heute gut gegessen. Sollte ich davon ausgehen, auf dem Weg nach Alkarnus noch mehr Lakuni zu treffen? Noch schlimmer. Kultisten wirken in zwei ihrer Wüstenverstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden gehen, zum heulenden Plateau. Die Magie der Kultisten scheint von dort auszugehen. Okay. Dann machen wir das. Bitte gehen wir nicht drauf.
Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht.